Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Sonderlich kreativ waren die Römer ja nicht, als sie ihre Götter nach Schokoriegel und Optiker benannt haben. Frost, weil es kein schöneres Fick dich am Morgen gibt. In einem Land voller Blinde ist der Einäugige der König. Haribo mit Biergeschmack, Gummibierchen. Als du vom Baum der Hässlichkeit gefallen bist, hast du jeden Ast mit deinem Gesicht mitgenommen. Die Hoffnung stirbt zerfetzt. Drachen wären bestimmt super beeindruckt, wenn sie sehen würden, dass wir Wasser spucken können. Olympia ist wie ein Ghetto. Du hörst einen Schuss und siehst viele schwarze Räten. Oh Gott. Der ist aber böse, ne? Ja, mit schwarzem Humor steht da oben in der Ecke. Solange diese selbstfahrenden Autos sich nicht gegenseitig beschimpfen können, will ich auch keins haben. Heute habe ich meine Uhr und 500 Euro einem Obdachlosen abgegeben. Er sah so glücklich aus, als er seine Waffe wieder einpackte. Diese Zeit zwischen Schatz, ich bin fertig und dem Augenblick, wenn wir das Haus verlassen. Eine Studie besagt, dass jeder dritte Bildleser so doof ist wie die ersten beiden. Wir sind Schwestern. Sobald du fällst, helfe ich dir jedes Mal wieder auf, wenn ich mit dem Lachen fertig bin. Mein Sohn ist schon jetzt ein Mann. Ein Blödmann. Ich bin so faul, ich würde Amok schlendern. Wenn die Spritpreise weiter so steigen, dann ist der Inhalt bald mehr wert als der Rest der Karre. Im deutschen Internet funktioniert das mit dem Tempolimit auch so wunderbar. Nichts ist unmöglich, außer mein Benehmen. Ich brauche eine Brille mit selbsttönenden Gläsern, die immer dunkler werden, je länger man mit mir spricht. Frauen vergessen nicht, sie archivieren. Oh ja. Leute, die China statt China sagen, finde ich komisch. Sag ich jetzt chomisch? Ja, ja, das ist der Witz. Feuer mit Feuer zu bekämpfen, funktioniert ganz gut. Aber den Urintropfen von der Klobrille wegzupissen, war jetzt nicht die beste Idee. Weniger ist oft mehr. Also, mehr oder weniger. Ich hasse es, wenn Leute im Kino vor mir aufstehen. Dann muss ich immer meine Beine von ihren Schultern nehmen. Ich achte beim Türkauf, dass die Türen gewisse Rahmenbedingungen erfüllen. Mit meinem neuen Ratgeber, reiß dich mal zusammen, du Lappen, will ich Menschen in schwierigen Situationen helfen. Wenn Frauen immer sagen, dass alle Männer eh gleich sind, warum sind sie dann so wählerisch? Wir sind keine schlechten Menschen. Pferde sind schlechte Menschen. Die beste Beziehung ist die zwischen Menschen und Zigaretten. Sie brennt für ihn und er stirbt für sie. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.